Hey Handball-Inspiratorin und Inspirator, ich bin Martin und zusammen mit dir auf Handball-Weltreise. Wir schauen Kaspar Söndergaard und Skjern Handball über die Schultern. Kaspar zeigt uns eine Grundübung für das Training der indirekten Sperre gegen eine 6-0-Abwehr. Dabei positioniert er den Kreisläufer zwischen 2 und 3 oder 4-5 und trainiert im 4 gegen 3 auf beide Seiten. Durch den passiven Abwehrauftakt vom Innenverteidiger entsteht die Überzahl und die Entscheidung kann vom Rückraum Mitte getroffen werden. Abonniere Handball Inspires und komm mit auf Handball-Weltreise. Og så modstand heroverfra, ned, det er over halvmålet. Så det styrer I bare med, hvor fejl det er. Sluppet!